Hey, meine lieben Freunde, willkommen wieder zurück zu Sven Koop. Da er den letzten Part jetzt endlich vergessen hat, muss er es jetzt mal wieder nachholen. Wir haben herausgefunden, dass es eigentlich nur, da der liebe Herr Elitenes ja eine Frau spielt, ist es eigentlich noch viel, viel schlimmer macht, wenn er es von vorne macht. Also in Zukunft werde ich wirklich nur noch von vorne gebückt heilen. Ihr könnt es jetzt hier so sehen, man kann ja hier die... Aber bei mir kann man es sehen. Außerdem kannst du Third Person anmachen. Naja, habe ich doch gerade gemacht. Wie du aussiehst. Ach, wie ich springe, das sieht ja okay aus. Ah! Jawoll! Hä? Wo? Ach, über mir! Sieht ja komisch aus. Jetzt benötige ich wieder einen. Dir voll in die Augen. Aber was halte ich besser trotzdem als an eine gewisse andere Stelle? Auch nicht schon wieder hier. Blockst du auch mich auch noch? Nein. Jetzt brauche ich schon gleich wieder einen. Hier ist Leben. Das reicht nicht. Ich brauche einen. Ah, hinter dir! Da, jetzt wollten sie ihn wiederbeleben in einen, glaube ich, oder? Ah, ne. Was? Ich hab den Shortcut hinter uns geöffnet. Jo. Und Tür. Ah, Dings bei Explosive. Hast du zufällig SMG-Granaten oder sowas? Hab ich nur welche? Mal gucken. Nö. Oder normale Granaten? Ich hab gar nichts. Ne, ich glaube, da müssen wir weiter. Genau. Das können wir nämlich sonst ja alles nicht kaputt machen. Naja, es geht ja nicht weiter. Ja doch, da ist so ein Breakable bei Explosives. Ja, ja, wir brauchen erstmal was. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Mir gefällt die Map aber eigentlich. Ich finde dieses Tetris ist eine coole Idee, ja. Auch wenn es mit dem Tetris-Spiel eigentlich ziemlich wenig zu tun hat, aber... Ja, schade. Man hätte wirklich da vielleicht noch so, wie du sagst, ein bisschen mehr machen können, wa? Genau, und die Musik vermisst man eigentlich auch. Ja, es gibt Musik, aber die Tetris-Musik ist nicht dabei. Das finde ich eigentlich ziemlich... Na, weißt du nicht, vielleicht sind das ja auch alles Tetris-Soundtracks. Nein. Tetris hatte Thema A und Tetris hatte und Thema B, weil ich Tetris damals auf dem Gameboy gespielt habe. Okay. Okay. Und da gab es das Tetris Team A und das Tetris Team B. Okay. Da oben sind noch rote Blöcke. Herr Elitenes? Jo. Sehen Sie diese roten Blöcke dort vor mir? Das sind leuchtende Blöcke, die zählen nicht zu den roten Blöcken. Doch, die zählen zu den roten Blöcken. Okay, jetzt zählen nicht zu den roten Blöcken. Was war das? I died ich bin mysteriöserweise gestorben. Okay. Ich finde das Geräusch aber geil, wenn man hier irgendwie so zerplatzen tut. Was denn? Ich bin beinahe wieder gestorben. Und hier sind komischerweise Granaten. Wir müssen irgendwo Ich hab schon. Ah, na dann. Ich hab schon aufgesprungen. Ich hab schon Gewehrgranaten hier von Anfang wieder. Und hier hinter sind komischerweise auch Granaten. Also das, was man braucht, um es zu öffnen, findet man dahinter. Ist ja nice. Und hier. Ich. Alter! Er hat mich runtergeboxt. Oh, Kacke. Okay. Ich das noch mal machen. Oh nein. Mist. Auch gestorben? Ja, ja. Okay. Dann warte ich mal da vorne dann bei, an der Stelle auf dich.
Da kannst du lange warten. Ich bin gerade wieder in den Abgrund geflogen, weil ich hab schon wieder nicht den Weitsprung ausgeführt hast. Alter, 30 Damage machen die scheiß Vortigons. Ich frage mich auch, warum Otis manchmal einfach nicht springen will, aber es ist halt Otis. Otis hat seinen eigenen Willen. Das ist Otis. Ja, es ist halt Otis und nicht Gordon Freeman. Es ist Gordon Otis. Ne, Gordon Freeman, der ist sowieso sehr talentiert. Ich sage ja nur, in Half-Life 2 kannst du dich an diese Stelle erinnern, wo man über diese Eisenbahnbrücke laufen muss? Also unten ja, drunter? Ja, unter, also unten unter der Eisenbahnbrücke. Ja, wie Gordon Freeman es einfach nur schafft, diese Balken, während es stürmt und während eine Eisenbahn drüber über ihn rüberfährt, alles wackelt und er kann diese extreme Schwere. Wo ich aber auch meinte, Valve, ich hasse euch jetzt dafür, dass sie dann wirklich auf den scheiß Zug drüber gefahren haben. Und wofür ich Valve am meisten gehasst habe, da habe ich glaube ich auch ein ganzes Shotgun-Magazin in Alex reingeschossen, war in Episode 1, in diesem einen Raum, wo du, ich ahne es, glaube ich. Wo der oben im Gefängnis, wo in dem Haus die ganzen Minen auch waren. Nee, nicht im Gefängnis, in Episode 1. Wo die ganzen Minen dann halt auch in diesem einen komischen Haus in City 17 waren. Ja. Und du durch den Lüftungsschacht kaufen musst. Und Alex dann meint so, du kaufst ja von einem Lüftungsschacht jetzt zum nächsten. Genau. Ganzes Schrotmagazin in diese Frau reingeballert. Zu Recht, muss man sagen. Weil er es am besten kann. Was öffnet sich jetzt? Das hier? Nee. Das Glas, glaube ich mal, oder? Nee, eigentlich nicht. Da hinten ist ein Spawn. Hm. Da müssen wir hin. Müssen wir einfach nochmal zurückgeben? Vielleicht. Autsch. Da muss da irgendwas sein, aber das braucht auch ein Controller. Medic! Wieso brauchst du jetzt schon wieder einen? Dann komm halt her. Komm her, runter. So, ich dachte, du brauchst auch was. So, das hat gut getan. Okay, hier müssen wir lang. Meine große Nadel, die dort unten reinzuschieben. Oh, jetzt habe ich auch noch diesen scheiß Ball abgekriegt. Balls of Steel? Alles auf jeden Fall. Davon redest du aber letztlich von deinen, oder? Das wollte ich auch. Nee, dann hast du nicht abbekommen. Also doch, zusammen mit dem Medikit, aber. Jetzt auf dich warten sollen. Hättest du, ja. Da konnte man was zerstören und was bringt uns das? Hä? Ach, doppelte SMG. Hm, gut, okay. So, kommst du? Jo, los. Doppel-Uzi. Hm, die gibt's da drinnen hier auch. Die sind auch ganz gut, muss ich sagen. Set mich wieder an Left 4 Dead mit der Doppel-Uzi. Auch wenn es da kein Doppel-Uzi gibt, aber es gibt halt Uzi und. Controller, What the fuck? Das sind keine Controller, oder? Doch, das sind Controller. Das sind Controller mit anderen Texturen. Ich denk mal, das wird so wieder die Landboards funktionieren. Dass du zuerst die draußen rum abschießen musst und dann den großen, oder? Ich schätze mal von klein nach groß, oder? Ich weiß nicht. Oder ist das egal? Ja, nee, stimmt, ich weiß es nicht. Die sind zwar unterschiedlich groß. Die sind alle groß. Gleich groß, ist halt einfach nur. Nee, sind gleich groß, oder? Die sehen einfach unterschiedlich aus, weil sie weit unterschiedlich weit weg sind. Vor allem sind die auch alle nicht miteinander verbunden, sondern alle nur mit dem großen Weißen. Gut, dass du es das mal ausprobierst. You can't beat us. Du kannst sie nicht erledigen. Hä? Der schießt gegen eine Wand? Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen bewegen, wenn wir jetzt da drin reingehen. Okay, und los. Oh mein Gott. Auf den blauen. Okay, ja. Ja, gelb. Okay, der blaue ist schon mal tot.
Als nächstes machen wir den gelben, okay? Okay, alles klar. Ich schätze mal, normalerweise, das wäre einfacher für die Leute, wenn man es im Multiplayer spielt, weil man eigentlich mehrere Leute hätte. Normalerweise. Ich spiele noch Multiplayer. Ja, noch mehr. Eigentlich müssen es noch mehr Leute sein, dann wäre es nicht ganz so schwer. Sven-Koop ist so dynamisch. Ja, aber wenn hier noch mehr Spieler wären, dann wäre... Okay, dann auf den gelben jetzt, ja? Okay, dann los. Orange. Nee, der lila. Der gelbe ist auf jeden Fall. Ich bin tot, oder der gelbe ist halt auch tot. Solange wir jedes Mal immer einen mitnehmen, ist es ja alles in Ordnung. Ah, der rosa, das ist gleich tot. Der hat nicht mehr viel. Gleich ist er wieder voll. Also, die heilen sich ja immer. Ja, kann er ja. Ach so, du meinst auch die. Ja, auch die Kleinen heilen sich immer. Okay. Dann lass uns jetzt auf den Rosanen gehen. Der steht gerade hier schön vorne. 3, 2, 1 und los geht's. Rot. Ich bin gleich tot. Der Rote aber auch, der Linke. Ja, ist tot. Ja, ist er, ich bin tot. Egal. Ich kämpfe jetzt noch gegen den Grünen. Der heilt sich wieder voll, das bringt nichts. Ich lebe doch noch. Aber nicht mehr lang. Alter, wie viel hat der Grüne? Genauso viel wie die anderen. 482? Oh, ich bin runtergesprungen. Ja, ich bin auch an dem Dreh. Ja, bin gleich wieder da. Aber so schnell tun sie sich nicht regenerieren. Ich glaube, man trifft die nicht so gut. Grün. Den Grün? Ja. Okay. Grün, los, rein. Okay. Down. Ich bin auch wieder down. Okay, lebst du noch oder bist du tot? Ja, ich leb noch. Der Orangene ist auch gleich down. 22 komm, ich noch. Komm rein, mach den down. Okay, ist down. Okay, Controller Bot. Ah, so ist gut. Greift dann nämlich nicht immer auf die gleiche Stelle an. Okay, jetzt habe ich keine Muni mehr. Der ist gleich tot. Er ist tot. Ist tot. Nice. Good job. Good job, move on. Ah! Toll! Hast du mich in der Videosequenz sterben sehen? Oh, ja, ja, hab ich gerade auch gesehen. Toll. Ich war aber auch gerade in einem Sprung, also ich hatte auch echt Glück, dass ich das überlebt habe. Oh Mann. Wo hat sich das jetzt denn geöffnet? Da hinten, oder? Ja, ich glaub schon. Ja, hier hat sich was geöffnet. Jo. Hier können wir jetzt nach unten. Gehen wir auch. Schätze mal. Oh, genau, Map Change. Map Change. Passt ja, der Part ist auch gleich vorbei. Die Map ging jetzt aber schnell, oder? Die ging schneller als die andere, kam mir zumindest so vor. Also mir kam das jetzt wirklich ziemlich schnell vor. Hätten wir auf jeden Fall schon mal die Hälfte der Kampagnen geschafft. Jo. Und wir... Also die Hälfte, nicht der Kampagne, sondern dieses Map-Packs. Ja, genau. Die Kampagne, die dauert, glaube ich, noch ein bisschen, wa? Wir haben da noch eine ganze Menge an Content, die dauert, was es hier noch gibt. Ja. Ein Fließband. Okay, aber was auf diesem Fließband dann ist, das machen wir im nächsten Part, oder? Genau, so sieht's aus. Alles klar, Freunde. Tschüss. Ciao. Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.